essen heute in 24 Stunden in 24 Foodspots. Hier ist Foodspot Nummer 1. Die Challenge beginnt genau um 11 Uhr. Die Regel ist, wir müssen bei jedem Foodspot mindestens eine Sache bestellen. Ich habe Waffeln mit Käse und Ei. Oh, süß. War doch nicht süß. Ihr kennt mich, ich habe zum Frühstück einen Burger. Zumindest sieht das so aus. Mit Brioche-Bun ist es aber ein Egg and Cheese Sandwich. Boah. Sophia und ich starten langsam jeweils mit einem Milkshake und einem Kaffee, damit wir nachher mehr essen können. Ja, aber wir haben noch viel vor uns heute, Leute. Wir haben jetzt aufgegessen und die Tischnummer passt auch perfekt zur Challenge. Das ist auch schon Foodspot Nummer 2. Und das ist hier der Kellner. Hier ist so eine kleine süße Bar. Und wir sind hier am Strand an einem der berühmtesten Surfspots der Welt, auf Siargao auf den Philippinen. Bei mir gibt es ausnahmsweise einen Kaffee und dazu eine grüne Smoothie Bowl mit Spirulina, Mango und ganz vielen leckeren Zutaten. Die schaut nicht nur gut aus, sondern schmeckt auch ultra geil. Ah, mein Gehirn, au! Brainfrost. Das bisschen Brain, was da drin ist, ist gerade eingefroren. Und ich habe genau die gleiche Bowl. Also die haben wir uns auch unabhängig voneinander bestellt. Probier auch mal. Mit dem Ausblick hier könnte man nicht besser machen, ne? Für mich gibt es einen Saft. Jetzt erstmal was Gesundes, denn das Video geht ja gerade erst los. Spot Nummer 2 von 24 ist geschafft. Da wir euch aber auch ein bisschen die Insel zeigen wollen, stehen wir ein wenig unter Zeitdruck. Deswegen wird euch jetzt einfach jeder einen Street-Food-Spot vorstellen, wo man sich auf die Schnelle was zu essen holen kann. Für mich geht's zu so einer French Bakery, die hier sogar offen hat und die soll sehr, sehr, sehr gut sein. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. It's fine, the rest is for you. Der wurde recht oft bestellt, geschmacklich, schön chewy, so ein bisschen. Ich mag das, wenn die so ein bisschen so zäh sind, so ein bisschen diese Kaugummi-mäßige Konsistenz haben. Der könnte auch ein bisschen schwerer sein. Wobei, ich glaube, wir haben eh noch eine Menge Essen. Da bin ich ganz froh, wenn der ein bisschen leichter ist. Den lasse ich mir jetzt schmecken. Hier ist so ein geiler Foodtruck, da gibt es Tacos und so. Ich hole mir hier was. Hi. Nummer 4, beste Streetfood, 10 von 10 die Tacos. Foodspot Nummer 5. Hallo. Hallo. Okay. Thanks, bye. Hey, wir haben die gleiche Box. Okay, dann schauen wir mal. Wow, so einen fetten Kuchen. So wie kalter Hund, nur mega zart, sehr lecker. Und Sophia wartet auch schon auf ihr Essen. Wir sind jetzt bei Foodspot Nummer 6 und Avocado Toast ist eins meiner Lieblingsgerichte. Das Ganze probieren wir jetzt mal hier. Ich hoffe, das Warten hat sich gelohnt. Oh, wow. Oh ja. Bevor wir die nächsten Foodspots besucht haben, sind wir mit unseren Rollern zu einem wunderschönen Strand namens Makpopongo White Beach gefahren. Aufgrund der Fahrt in der prallen Sonne wurde uns so heiß, dass wir uns erstmal in den Makpopongo Rock Pools abgekühlt haben. Das sind kristallklare, türkisfarbene Naturpools, die durch Unterwasserfelsen vom offenen Meer abgegrenzt sind. Die Felsen sorgen dafür, dass die Wellen früher brechen und man somit bei Ebbe diesen atemberaubenden Ort genießen kann. Übrigens haben wir für den Kanal The Franklin auch eine Challenge gedreht, und zwar 24 Stunden im Pool. Die könnt ihr euch gerne nach diesem Video anschauen. Foodspot Nummer 7 ist dieses Restaurant hier an diesem wunderschönen Strand, wo wir gerade im Wasser waren. Dafür, dass der Strand aber so schön aussieht, sieht das Essen nicht ganz so gut aus. Wir haben uns einmal ein Curry bestellt, ein Hähnchencurry, ja. Und, und einmal Fisch mit Reis, eine Kokosnuss und Wasser. Also das sieht wie so richtig philippinisches Streetfood aus. Einfach mal schnell auf den Grill geschmissen. Wir probieren mal. Der Reis ist bestimmt gut. Der hat schon mal 1A. Der Fisch. Also es stand auch nicht dabei, was für ein Fisch das ist. Es sieht ein bisschen aus wie Thunfisch. Irgendein Fisch, der dunkles Fleisch hat. Aber ich finde, es riecht nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ich hoffe, der ist halt auch frisch und sowas. Da waren ein paar Einheimische vorhin drin im Wasser, die haben ihn auch gefischt. Ein paar Fische rausgeholt. Ich schätze mal, hoffe, dass es so ein frischer Fisch ist.
Schmeckt okay, schmeckt nicht schlecht. Ich finde den Foodspot nicht so geil. Der nächste Foodspot ist der kleinste Stand der Welt. Ich weiß nicht, was ich bekomme, aber ich habe es einfach genommen. Einmal das hier. Das hat gar keinen Geschmack, aber die Creme ist süß. Schmeckt gut, wie süße Chips. Und eine Mango. Schmeckt richtig gut. Es ist schon fast 16 Uhr, deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Also ein paar Snacks essen, damit wir es auch schaffen. Der nächste Foodspot ist hier einfach so ein Laden, immer noch an dem Strand. Ich hätte gerne was Richtiges gegessen, weil ich wirklich richtig Hunger habe. Aber wir fahren eine Stunde bis in die Stadt und jetzt habe ich sowas gefunden. Und die können da heißes Wasser reinmachen. Deswegen, ja, ein kleiner Snack, ein paar Instant-Nudeln. Richtig low budget. Ich habe jetzt hier meine Nudelsuppe ohne alles. Weil es gab nur mit Seafood und das mag ich nicht so gerne. Bisschen Öl und Sojasauce ist da drin. Wenn man Hunger hat, geht das. Aber ich mag es eigentlich. Nach dem neunten Foodspot fuhren wir zurück ins Airbnb, um dort im Pool etwas runterzukommen und den Sonnenuntergang zu genießen. Danach hatten wir wieder richtig Hunger. Foodspot Nummer 10, vegan. Also ich habe Peanut-Nudels bestellt und schaut euch mal diesen geilen Spieß an, der ist vegan. Boah, Alter, schmeckt echt wie so echtes Hähnchen oder so. Die Nudeln haben einen richtig geilen Erdnussgeschmack. Man muss wirklich sagen, Sophie hat recht, das Chicken schmeckt insane gut. Schreibt mal in die Kommentare, womit esst ihr lieber? Gabel oder mit Stäbchen? Es gibt wieder Nudeln! Ich muss sogar sagen, Leute, dieses vegane Hähnchen hier war gerade das beste vegane Hähnchen, was ich in meinem ganzen Leben jemals gegessen habe. Real Talk. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, Digi. Wie so richtig zartes, ultra geil mariniertes Hähnchen. Von der Optik her nice. Ist krass. Man kann's. Da kann Deutschland sich eine Scheibe abschneiden. Digga, wir sind hier auf einer verlassenen Insel mitten in den Tropen und die kriegen bessere solche Sachen hin, als wir in Deutschland, die endlich Industrie und alles haben. Hier gibt's so Rollen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe mir einfach mal eine bestellt. Das Gute ist bei dem Video, man probiert neue Sachen. Schmeckt wie frittierte Banane mit ein bisschen Karamell oben. Ja, und drin ist tatsächlich irgendwas mit Banane. Das Ganze ist frittiert. Der nächste Spot, den ich abchecken werde, ist Lukas Pizza. Ich habe hier noch keine Pizza auf Schargau gegessen. Der Hunger ist gerade nicht mehr so da, deswegen ziehen wir einfach durch. Satz mit X war wohl nichts, weil die haben nur riesige XXL-Pizzen. Also habe ich mir für 2,50 Euro dieses Bruschetta hier bestellt. Und das hier ist mein Bruschetta, Leute, was ich jetzt essen werde. Es ist ganz anders als das, was wir eigentlich bei uns in Europa kennen. Wir kennen das ja eher auf so einem Baguette, sage ich mal. Aber mal gucken, ich glaube, es schmeckt trotzdem ganz gut. Das Brot ist in dem Fall einfach nur Pizzateig, den die ganz dünn ausgerollt haben, vor den Ofen gehauen haben. Alles keinen großen Eigengeschmack, aber kommt auch nicht wirklich schlecht, muss ich sagen. Ich muss sagen, das ist so eine Sache, die esse ich richtig gerne als Vorspeise im Restaurant. In dem Fall ist es eine Nachspeise, aber wir haben gerade schlechte Nachrichten bekommen. Ich glaube, Oskar, geht's richtig, richtig schlecht. Wir essen natürlich auch alles auf bei dem Video, ne? Wow, schaut euch diesen Cheesecake an. Der sieht echt saftig aus. Den probieren wir mal. Mit Mango. Okay, ich habe hier jetzt so einen kleinen Eisstand gesehen und ich probiere jetzt mal eine Kugel Mango-Cloud-Eis. Okay, then one mango and what's that one? Ubi. It's a vegetable root. Okay, I try it. Okay, wir probieren jetzt einmal Mango-Tango. Oh, das schmeckt richtig heftig intensiv nach Mango. Sehr geil. Und das grüne, grün, oh Gott. Das lila, ne, hier? Okay, ich kann den Geschmack nicht definieren, aber super lecker, super intensiv. Ich musste abbrechen, Leute, mir geht's gar nicht gut. Für Julian haben wir auch eine richtig krasse Challenge gedreht. Ich sag euch gleich welche, aber erstmal verrate ich euch den Grund. Für meine Vergiftung, es ging mir so schlecht. Ich habe die ganze Nacht da gelegen mit Schüttelfrost. Mandy hat mich angefasst. Sie hat so Angst bekommen, weil ich so heiß war. Und dann dachte ich mir, mir ist so schlecht. Irgendwas will raus. Irgendwas von dieser Food Challenge von heute will raus. Aber ich wusste nicht was. Und ihr dürft raten was. Mandy hat es mir gesagt. Schatz, ess das nicht.
nicht. Das ist mir nicht ganz koscher. Mir war aber meine blöde Challenge heute wichtiger, als auf sie zu hören. Hört auf eure Frauen. Es war das Curry. Und mein Körper hat nicht aufgehört, aus allen Löchern gerade das loszuwerden, bis das Curry draußen war. Und da kam der ganze Rest von eben auch mit raus, natürlich vorher. Jetzt geht es mir wieder deutlich besser. Also Moral von der Geschichte, hört auf die Frauen. Und jetzt geht es zu Julians Video. Wir haben nämlich für ihn eine 24 Stunden im Pool Challenge gedreht. Wir durften 24 Stunden lang nicht den Pool verlassen. Ob wir es geschafft haben, seht ihr hier in seinem Video.